dann halt so. Ich frage mich, ob die restlichen 50 aus Dauer ausreichen. Alter, man sieht nichts. Jetzt müssen wir aber ganz dringend schlafen gehen. Um hier hinten hinzukommen, kommen wir aber, ne? Jo. Rein damit, rein damit, rein damit. So, das hier, ja. Das kann alles weg. Und ich mache hier mal kurz ein Teerportal. Weißt du was, das mache ich sogar direkt da unten hin. Hier hin. So. Vor die Teerkiste. Zack. Und dann nenne ich das auch einfach mal Teer. So, sehr gut. Und dann gehen wir ratzen. Oder I say, oh, die Spitzhacke ist fast da oben. Das können wir uns natürlich nicht erlauben. So, nach oben. Und wir haben jetzt zwar ordentlich Teer gesammelt, ne? Aber ich würde tatsächlich diese anderen drei Teergruben auch noch holen. Die sind vor allem beieinander. Da glaube ich, können wir richtig effizient einfach einen Graben machen und alle drei abfließen lassen. Hoffe ich. Mal gucken. Erst einmal, gute Nacht. Guten Morgen. Und dann laufen wir direkt wieder runter. Halt, nach oben. Wir müssen ja zum Mondportal. Stimmt. Wir haben uns jetzt... Oh, süß. Die beiden knuddeln wieder. Na, sag mal, Zapfi, was machst du dabei? Was macht? Gut. Macht weiter. Ich habe nichts gesehen. So, Energieschild. Ja, Schnuffi und Blauschi sind natürlich wieder hier oben. Das ist wirklich ein Phänomen mit Schnuffi, ne? Dass der nur hier oben bleibt, finde ich irgendwie super cute. So, dass das hier so sein Lieblingsplatz ist. Was ja auch Sinn macht, ne? Hier hat man die schöne Aussicht. Immer frische Luft. Er ist ja auch der Herr der Frischluft. Plus die Herrin der Treppen. Gut, ich würde sagen, hindurch. So. Fünf. Und das Ding weg. So, dann können wir das hier erstmal wegstreichen. Und da sind drei Teergruben nebeneinander. Bitte lass da ein Hügel sein oder irgendwas, dass es schön alles abfließen kann. Da ist Wasser in der Nähe. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Aber wir müssen auch aufpassen, wenn da drei Teergruben sind, sind da mit Sicherheit auch sehr, 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 sehr viele Blobs. Gehe ich mal von aus. Da sehe ich doch schon diesen Effekt. Das sind die doch, ne? Oh ja. Oh ja. Und gar nicht wenige. Ich baller mal. Ja, da schießt er schon direkt auf mich. So, einen habe ich schon mal down. Ich habe schon Angst. Wow! Getroffen. Wow! Immer ausweichen. Weil die machen richtig Damage. Diese Viechers. Sind mit auch die größten Damage-Dealer der Ebenen. Natürlich neben den Loxen, ne? Die sind auch nicht ohne. Aber die machen, also, diese Düsterblobs, die machen schon echt, vor allem durch diesen Giftschaden dann auch noch. Drücken die so viel Damage rein. Oh, ist hier was los. Holy crap! Gut. Dann sichern wir das Gebiet erstmal. So, der ist down. Da kommt noch einer. Wow! Daneben. So, den Teer hier kann ich schon mal aufsammeln. Dann ein paar weitere herlocken. Der da hat, glaube ich, Aufmerksamkeit bekommen. Ja, er kommt auf mich zu. Daneben. Und da ist noch einer. So. Schild ist noch 1 Minute 20. Ich sehe gerade keine. Das macht mir Angst. Da kommt gleich einer aus dem Teer, ne? Da hinten sind noch welche. Die locke ich mal her. Ich gehe mal so und hier zurück. So. Ja, vielleicht sollte ich mir auch mal eine bessere Position suchen, wo ich eine bessere Sicht habe. Da habe ich doch Hopsen sehen. Jetzt wird es natürlich nebelig. Das ist natürlich dreist. Fooling. Stimmt, ich könnte auch einfach hier mitarbeiten. Was mache ich denn? Ich mache da einfach ein paar von denen hin und die räumen auch für uns. Hä? Ich mit meinen alten Techniken, weißt du? Wow, oh shit, den habe ich nicht gesehen, den habe ich nicht gesehen, den habe ich nicht gesehen. Ah! Nein!
Und tschüss. Gut. Bleiben wir doch bei der alten Technik. Oh, gut. Die Wurzel hat geholfen. Shit, Alter. Das war gerade heikel. Da hat sich einer von der Seite vorbeigesneakt. Das war gerade richtig gemein. Ich baller mir mal sämtlichen Food. Unser Ausdauer sowie Mana-Balken ist ganz schön low. War's das oder ist hier noch einer? Da ist auch bestimmt noch einer. Ja. Nee, doch nicht. Das war unsere Wurzel, die entfernt wurde. Gut. Ist jetzt hier Ruhe? Ah. Die ist ja schon zu großen Teil abgeflossen. Ah, shit. So viel zum Thema, es ist neben Wasser, das ist gut. Das ist überhaupt nicht gut. Weil das bedeutet, dass wir hier schon auf Grundwasserlevel sind. Und es eine, oh, eine maximale Tiefe gibt, ne? Na gut. Dann wissen wir ja, woran wir uns orientieren müssen. An der Wassertiefe. Das heißt, ich mache die ganze Zeit, ne, haben wir so eine Art Wasserwaage. Das heißt, ich buddel immer so weit, dass wir mit den Füßen im Wasser sind. So. Dann sollte das ja auf jeden Fall eben sein. Noch ebener als Wasserlevel geht ja nicht. Gehe ich mal von aus. So, erstmal zu der, die am dichtesten dran ist. Ich habe irgendwie trotzdem Angst vor Viechern. Vor allem nach diesem Überraschungsmoment eben gerade. Dass ich diesen einen Blob übersehen habe und schon waren wir wieder übel im Trouble. Oh, sehr gut. Ich glaube, das reicht, um es komplett zu lernen. Ja, perfekto. Dann hier lang. Ach, das war gar nicht die. Aber es reicht trotzdem. Ja. So. Ja, das reicht locker. Hervorragend. Was sind eigentlich, wenn Teer und Wasser sich mischen? Das wird zu Wasser bestimmt, ne? Oder? Oder wird es dann eine Mischung aus beidem? Geht ja, glaube ich, nicht, ne? Oh, hier war ein Teer-Dingens eingebuddelt. Die sollte ich jetzt schon sammeln, ne? Ja. So. Halt, Gewicht. Gut. Kriege ich den? Jo. Sehr gut. Das haben wir schon mal. Da sind noch der Sachen, die sammle ich schon mal ein, damit sie nicht despawnen. Und diese, das sind sogar zwei. Also eins, zwei, drei, vier Teergruben aneinander. Das habe ich noch nie gesehen. Gut, ich buddel einfach mal weiter. Wir müssen nach da. Dann buddel ich auch in diese Richtung. Also so. Ne, da ist zwar noch eine Pfütze drin, aber das ist, glaube ich, egal. Obwohl, wir sehen nicht, ob da Teer ist, ne? Doch, man sieht es. Gut. Also, man sieht, dass da nichts ist. So. Gut. Hm, ja, das sieht sehr gut aus. Hier tiefer. Und danach da so. Das ist doch sehr effektiv. Und dann haben wir auf jeden Fall erstmal wieder genug Teer auf Halde, ne? Das ist ja eigentlich alles, was ich will. Wir haben zwar gerade keinen akuten Bedarf, aber ihr kennt mich. Keine halben Sachen und so. Und dann brauchen wir welchen und dann... Ah nein, das ist erstmal herholen. Das will ich natürlich vermeiden. Wir haben schön alles vorbereitet, was wir brauchen. Immer. Da so lang. Also so. Okay. Ich dachte schon, hier ist wieder ein Vieh. Ja, das läuft aber alles ab. Perfekt. Genauso wie es soll. Fließ mal schneller, bitte. Damit ich hier buddeln kann. So. Jo. Fließe. Walle, walle, manche Strecke. Also Eile, bitte. Zack. Ja, hier noch. Und so. Ja, doch, das war's schon. Hm, Gewicht ist noch okay. Hör damit. Ich dachte gerade, was ist da für ein Vieh? Kriege ich schon echt Paranoia. Macht wahrscheinlich diese Musik. Diese unheimliche. Gut. Hier haben wir alles abgegrast. Ich kontrolliere nochmal, dass wir hier auch kein Tablobbel übersehen. Aber sieht gut aus. Und hier könnte ich einfach entweder von so buddeln. Ja, ich glaube, das ist kürzer. Jo.
so rein. Ja, ich mach mal so. Und dann schön mittig. Sehr gut. Ja, das sollte ja wohl von der Tiefe her sowas von reichen. Hoffe ich mal. Da ist der eine. Aber ich mache mal hier extra in die Mitte, damit beide gleichzeitig abfließen. Und da fließen sie auch gleichzeitig ab. So, müssen wir kurz warten, dass sich das hier setzt. Obwohl müssen wir gar nicht, ne? Ich kann schon hier buddeln, wenn ich mich an diese Kante stelle. Viechers. Nix, gut. Spitzhacke und weitergemacht. Einmal hier. Dann rübergejumpt und hier nochmal. So und so. Und dann gucke ich mal. Das müsste aber eigentlich abfließen. Es dauert nur ein Weilchen. Ja, das sieht aus, als ob es fließt. Sehr gut. Hier sind schon einige Teerblobbles befreit. Wie ist es mit Gewicht? Ist okay. Da, das kriegen wir noch nicht raus. Das hier ist frei. Der hier. Sehr gut. Und ansonsten nur noch der da, ne? Ich glaube ja. Ich buddel mal das hier nochmal tiefer, um zu gucken, ob da was drunter ist. Ich glaube aber nicht. Warum fließt denn das hier nicht ab? Oder fließt es ab und das dauert nur ewig? Keine Ahnung. Sieht gut aus. Hier. Und der Dicke? Yes! Hervorragend. Und hier ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Nö. Gut. Dann haben wir die auch durch. Hervorragend. Ich gucke nochmal nach Blobbles, aber ich glaube, das war's. Hier vielleicht noch? Nee, nee. Nee. Alles abgegrast. Hervorragend. Dann können wir das auch durchstreichen. Und ich habe jetzt zwar mir ein anderes Portal vorbereitet, aber ich würde sagen, wir gehen zurück zur Gebirgebase. Oder? Und weil das ein bisschen boring ist, würde ich sagen, ich spule das vor. Also, ach stimmt, hier Moltebären kann ich noch mitnehmen. Also wenn ich Moltebären auf dem Weg finde, dann sammle ich die noch ein. Aber ansonsten ist das ja sehr boring für euch. Oh, ein Fuhling. Komm. Ja, da hat er nicht mit gerechnet. Gut, ja, also ich spule das vor, ne? Also würde ich sagen, bis gleich. So, da sind wir. Und ich habe jede Menge Krempel noch mitgenommen. Da, ordentlich Moltebären. Einen Fuhling habe ich gekillt. Ja, hier, Alter, ich schmeiße das alles mal runter. So. Dann das Portal sowie das Teerportal. Doch, das behalte ich mal. Ich behalte das mal. Ich nenne es nur nicht Teer, ich nenne es mal X. Völlig egal. Denn wir haben jetzt Teer abgehakt. Aber was noch ansteht, ist sowohl Yggdrasilholz als auch Weichgewebe. Wir kommen nicht drum rum, doch wieder in die Mistlands zu gehen. Deswegen nehme ich mir mal hier die raus. Halt. So, so, so und so. Und so, den hier rein, zack. Und das tausche ich außerdem mal, weil die brauche ich, glaube ich, eher seltener. Genauso wie die hier. Machen wir die Bomben so. Und den hier. Weil das sind ja Sachen, die wir recht häufig brauchen. Das ist unser Backup. Und hier sind dann einfach die Bomben. Passt schon. Aber bevor wir in die Mistlands gehen, ach, plus die, ne? Oh Mann. Müssen wir auf jeden Fall erstmal pennen gehen. Denn es ist wieder gerade Sonnenuntergang. Ich weiß, Aspen jagt, aber ich glaube, das braucht noch Zeit, um zu refreshen. Deswegen würde ich sagen, gute Nacht. Guten Morgen und ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. Denn wir müssen ja in Mistlands gehen, die wir noch nicht erkundet haben. Da schaue ich mal kurz auf unsere Map. Was wir da noch so alles offen haben. Ich glaube, wenn wir hier so im Norden sind, da wo wir hätten hier, da habe ich schon mal geguckt, ne? Und das war alles unerkundet.
Altes Bio, meine ich. Stimmt, da waren wir hier hinten. Das hat nicht so gut geklappt. Da halten wir... Da sind Nebellande. Sehe ich gerade. Hier. Da lugen Nebellande hervor. Es kann aber auch sein, dass es nur hier so ein Küstengebiet ist. Das kann aber theoretisch egal... Also es kann immer sein. Egal, wohin wir gehen. Ich schau mal kurz. Wo haben wir denn hier ein Portal? Und in der Nähe unerkundet. Hier ist die Queen Base. Da haben wir schon alles. Hier ist keine Base. In der Nähe. Hier ist ja Glut. Aber da haben wir auch keine Base. Hier haben wir schon alles erkundet. Hier könnte es noch weitergehen. Ich glaube aber auch, das ist das Alte. Noch. Ich bin mir unsicher, wohin wir gehen sollen. Flamme, ja, nee, das ist alles was anderes. Hier? Sumpfbase, aber dann müssten wir hier rüber, ne? Wäre es einfacher, Nebellande... Oh, stimmt, hier sind wir mal gestorben. Das kann ich mal entfernen. Wäre es einfacher, Nebellande-Base und dann hier lang? Das ist weniger umständlich als hier. Dann ein Schiff bauen, rüberfahren und wenn wir zurück wollen, wieder ein Schiff bauen. Vor allem, weil wir in die Mistlands gehen, haben wir auch unseren Gürtel nicht. Das macht es noch schwerer. Ich glaube echt, ich nehme den beschwerlichen Weg. Dafür sparen wir uns diese Schiffbauerei. Also in die Nebellande-Base. Ich packe mir vorher nochmal Food ein. Ach ja, und Met, weil wir hatten keinen Magie-Met mehr. Ist der vielleicht durch? Oh. Ja, doch. Viel, viel schöner so. Sieht jetzt richtig schön akkurat aus. So. Hör damit. Und. Oh. Ich habe Feuermet hergestellt. Warte mal. Feuerwiderstand. Feuerwiderstand. Das reicht jetzt erstmal. Ich will gerne Magie. Ist Ausdauer. Da. Längeres Eiter, längeres Eiter. So. Rein damit. Gut. Naja, gut. Dann müssen wir es halt so machen. So sei es. Ich pack den Met hier hinein. So, so. Und dann haben wir wieder ein bisschen Watt. Ich nehme ja außerdem hiervon noch 3 raus. Und auch Heilmet. 4 raus. Damit wir wieder 5 haben jeweils. Und da haben wir leider nur einen, aber was soll's. Und den habe ich X genannt. Das darf ich natürlich nicht vergessen. Die Spitzhacke repariere ich mal. Und den ganzen anderen Stuff auch, ne? Also, das ist jetzt nur ein bisschen angeditscht. Aber wo wir doch gerade dabei sind, ja, den Hammer, das kann ich mir sparen. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen in die Nebellande-Base und dann Richtung Norden an der Küste entlang. Theoretisch erkunden wir dabei sogar ein bisschen weiter, ne? Aber gut, mal gucken, was es dort zu finden gibt. Natürlich jetzt auch wieder bestes Wetter. Ach, Harz können wir mal kurz ausleeren. So, und hier vorschmeißen. Zack. Und dann mache ich mein Energieschild an. Baller mir sämtlichen Food. Shit, das hätte ich aufladen können. Egal. Wir haben ja ein Portal dabei. Zur Not können wir immer noch schnell nach Hause. Ja, gut. Da komme ich jetzt nicht drum rum. Wir müssen durch die Nässe. Naja, gut. Stimmt. Und eventuell habe ich hier Schädel übersehen. Ich glaube aber nicht. Wir sind hier nämlich sehr oft lang gegangen. Dann hätte ich ihn sehr oft übersehen. Was ja nicht heißt, dass es passieren kann. Ach ja! Yggdrasilholz. Ja, probieren wir mal direkt die neuen Äxte aus. Warum haut er nicht mit beiden zu? Aber das wurde auch in den Kommentaren geschrieben, dass er nur mit einer Axt zuhaut, wenn er Holz hackt. Vielleicht weil es sonst zu OP wäre. Keine Ahnung. So, hör mit dem Holz. Und da ist auch noch ein Baumstamm. Nein! Kann ich jetzt nicht mehr antargeten. Na hier, willst du mal meine neuen Äxte spüren? Hm? Komm her. Ha! Feierabend. Da ist eine Menge los. Gut. Da bereite ich mal schon mal meine Kollegen vor. Denn hier wird gleich... Hä? Was ist denn jetzt los? Ach, die... Ach so, ich dachte gerade, die greifen mich anders an. Aber nee, die greifen mich an. Wow, jetzt kommen sie aber von allen Seiten. Das machen die ja gerne.
umschwärmen. Wow! Wow, 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 wow! Hey, 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 ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. So, oh, der hat einen Stern. Aha. Gut. Und ein Schaman ist ja. Oha, oha. Hier geht's aber gleich direkt zur Sache. Der Berserker, der macht mir große Sorgen. Und vor allem auch der Schamane. Wow. Energieschild. Ist natürlich auch bestes Wetter. Man sieht nichts. Stirbst. So. Wo ist er denn? Da. Wow, Alter. Und tschüss. War's das oder... Ich hoffe ja. Ah, gegen die. Die haben gegen Grauzwerge gekämpft. Bevor er seinen Zauber wirken konnte. Oh Mann. Jetzt aber schnell. Und dann doch verreckt. Wow. Alter. Was ist denn hier mit den Ebenen los? Du meinst wohl richtig serious, wa? So, kann ich dieses Ding hier erreichen? Das wäre super nett. Na komm. Echt jetzt? Oh, ich krieg ihn auch nicht raus, ne? Oh, na gut. Dann halt nicht. So, ich gehe mal hier oben drauf. Ah, hier ist noch Schwarzmetall. Das kann ich nicht liegen lassen. Auch wenn wir davon mehr als genug haben. So. Und du rollst mal bitte nicht in diese Lücke. Huch. Ach, da ist er. Oh. Na toll. So viel zum Thema, du rollst dich in die Lücke. Er ist in die Lücke gerollt. So. Und so. Und zack. Wir sind überladen. Ich schmeiße nichts weg, weil wir alles brauchen. Ja, das hier kann weg, das hier. Aber wir sind ja vom Gewicht her überladen. Ich baue mal kurz ein Portal und bring schon mal die erste Fuhre weg. Vor allem durch das Schwarzmetall sind wir jetzt natürlich massivst überladen. X. Kann ich hier... Ja doch, das kann ich doch noch mitnehmen. Kann ich den erreichen, bitte? Oh, komm schon. Oh, Gott sei Dank. So. Komme ich von der anderen Seite vielleicht auch an das Holz dran? Stimmt, ich kann natürlich die Spitzhacke nehmen und das freibuddeln. Oder ist das zu umständlich? Jetzt habe ich die Idee, jetzt kann ich es nicht sein lassen. So. Ha! Muss ich nur zu helfen wissen. Mit dem Holz. Holzer, dass ich soll. Ach ja, das habe ich gerade weggeworfen. Gut. Ja, ich habe sogar noch ein bisschen Gewicht frei. Dann einen Baum nehme ich noch mit. Egal, wohin ich gucke, ne? Oder? Nee, doch. Ich glaube, es war nicht egal. Ich glaube, der hackt immer... Der letzte Schlag entscheidet, wohin er fällt, glaube ich. Wobei das manchmal buggy ist. So, das nehme ich noch mit. Und den hoffe ich, kann ich so erreichen. Oh, come on. Noch einer mit Stern. So. Verprügelt den mal bitte. Ja, die rollen gut auf. Alter. Diese Wurzeln bringen die machen mich jedes Mal so glücklich, wenn sie in Aktion sind. Okay. Das andere Ding habe ich entfernt, ne? Ne, da liegt er noch. Den kann ich aber bestimmt erreichen, wenn ich so hingucke. So. Ja. Ich weiß, wahrscheinlich ist das zu schwer. Ich kann aber das Holz wegwerfen. War da gerade noch ein Vieh? Keine Ahnung. Ist das ein Barren? Ne, okay. Ich weiß mal, das weg, das weg. Schwarzmetall ist einfach zu schwer, ne? Das weg, ändert nichts. Ja, den einen. Gut, warte mal, dann kann ich auch das Holz mitnehmen und mich rüberschleppen, weil das Portal haben wir ja bereits gebaut. Es sei natürlich, hier kommt ein Vieh, dann schmeiß ich schnell weg. Oh, Energieschild. So. Alles gut. Hervorragend. Kann ich sogar den Stein hier noch mitnehmen. Oh nein, ich komme hier nicht hoch, ne?
Doch. So. Und hindurch. Hervorragend. Ja, ich habe das eigentlich so gemacht, dass wir es direkt einsortieren können, aber das war ja eigentlich fürs Teer, für den Teer gedacht. Ich mach mal so, schmeiß alles auf den Haufen und wir gehen wieder zurück. Moment. Die Axt reparieren. Die geht noch recht schnell down, weil wir die noch nicht abgegradet haben. Können wir aber noch nicht, wenn wir keine Blutsteine haben. Auch das ist natürlich noch zu farmen. Aber ich dachte mir, wir machen jetzt erstmal die Ressourcen, die wir weggebaut haben. Also Teer und Yggdrasilholz und Weichgewebe, ne? Dann haben wir das nämlich erstmal schon mal hinter uns und dann können wir uns komplett auf Festungen konzentrieren. So, 5F, Portal weg. Habe ich alles? Jo, das weg. Ich gucke lieber nochmal im Inventar nach, ne? Da haben wir ja auch schon die ein oder andere unliebsame Überraschung gehabt, erlebt. So, hier hatte ich alles mitgenommen, außer den Müll. Das und das kann schön da liegen bleiben. Und dann gehen wir mal weiter. Wir wollten ja eigentlich hier hin. So sei es. Ich bleib mal an der Küste. Einfach, weil da die Feindrate sozusagen halbiert ist. Und Moltebeeren lasse ich jetzt mal liegen. Bin ich ehrlich. Ich habe zwar gesagt, immer wieder Ressourcen, aber es dauert mir zu lang, dieses ewige Aufgesammel. So, und du kommst mal her. Hab ich dich. Da ist ein Fuhling. Tschüss. Dein Loot bitte. Sehr gut. Die will ich eigentlich gar nicht treffen. Da muss ich aber auch gar nicht lang. Ich muss nach oben. Da muss ich lang. Gen Norden. Dann tun wir das auch. Alles friedlich bisher. Was haben wir da? Ein Fuhling. So. Loot. Da haben wir ein... Oh. Da haben wir ein Schiff. Wrack. Ach, das war das Doppelschiff-Wrack, ne? Ich erinnere mich. Habe ich die Folge nicht sogar so benannt? Ich glaube ja. Ich glaube, das war genau diese Stelle hier. Doppelschiffbruch oder sie, habe ich, glaube ich, die Folge genannt. Weiß ich nicht mehr. Warte mal. Oh, Digga. Gott, sind die lästig. Geht schon wieder los, ne? Meine Hasstirade auf diese Mistviecher. Na, komm her. Steh ab! So, weiter geht's. Hier hin. Ist noch ein Stück. Gott sei Dank haben wir uns ein Portal mitgenommen. Falls wir überladen sind. Und weil ich würde auch tatsächlich ganz gerne dann noch Yggdrasilholz und so mitnehmen. Und wenn wir gleich in den Mistlands sind, dann ist ja auch die Schwierigkeit ein wenig angezogen. Wie wir wissen.